Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce. Aber diesmal nicht zu Order of Dawn, denn mit der Story sind wir seit der letzten Folge durch, sondern zu Breath of Winter, der Arin-Kampagne. Yay, neue Story, neuer Hero. Gut. Und ja, noch ein kleines Vorwort. Ich war am Überlegen, ob ich jetzt die Folgenzahl wieder bei 1 anfangen lasse für Breath of Winter und eine extra Playlist mache. Aber ich dachte, so hat man auch, haben wir nachher auch ein besseres Gefühl, wie viele Folgen insgesamt rauskommen und wie lang das ganze Projekt dann wird, die ganze Story. Vor allem, weil wir die Phoenix-Kampagne ja zweimal durchspielen werden. Einmal mit unserem Hero, den wir jetzt in der Order of Dawn Kampagne durch hatten. Und dann mit dem Hero aus der Breath of Winter Kampagne. Gut, starten wir Breath of Winter. Neuer Charakter. Ja, ich bleib wieder beim männlichen. Wenn man nämlich vom Kanon ausgeht, haben wir schon beim Order of Dawn Charakter versagt. Tülülü. Der hätte nämlich weiblich sein sollen, also im Kanon in Spellforce 2 kommt das halt raus, welcher von beiden männlich und welcher weiblich war. Aber ja. Hier in Spellforce 1 ist es ja relativ egal. Gut, schwere Kriegskunst, große Klingenwaffen wollen wir dieses Mal als Start. Und für das Gesicht. In der heutigen Grafikzeit sehen die alle so geil aus. Manche gucken richtig böse. Oder haben einen Schädel, als ob sie weiß Gott wo gelandet sind. Ihn hier wahrscheinlich. Nein, der sieht übrigens aus wie Darius. Nee, gehen wir zurück und bleiben bei ihm. Er sieht einigermaßen okay aus. Kann ich mir mal kurz angucken. Nein, wir können leider nicht sehen durch den Helm, wie unser alter Charakter drunter aussieht, dass wir nicht zwei haben, die gleich aussehen. Egal. Bleiben wir bei ihm hier. Name ist, da er relativ egal ist. Und ich meinen eigenen Namen nicht mehr richtig schreiben kann, ist es wieder der Brenno hier. Weil wir werden eh immer nur Runenkrieger genannt. Also große Klingenwaffen ist okay. So, schwere Kriegskunst braucht viel Stärke und sehr viel Ausdauer. Und da wir weiße Magie lernen wollen, auch hier Punkte rein. Ich bin gewillt, 5 Punkte in Geschicklichkeit zu packen, dass wir etwas besser treffen können. So. Wenn ich jetzt hier draufklicke, startet das Intro der Breath of Winter Kampagne. Also bin ich jetzt ruhig und wir sehen sie uns zusammen an und dann sehen wir uns danach, hören wir uns danach wieder. Als die Welt jung war, herrschte ein Drache über den Himmel. Ein Drache weiß wie der Winter. Die Elfen nannten ihn Arin, den Frostweber, denn unter dem mächtigen Schlag seiner Schwingen gefror die Welt zu Eis. Keine Armee vermochte ihn zu bezwingen, nur das Lied einer Elfenkönigin erwärmte sein Herz und er schenkte ihrem Volk die Macht des Winters, auf dass sie in seinem kalten Hort unter dem Eis auf ewig für ihn singen möge. 1000 Jahre währte dieser Bund. Bis heute.
Endlich. Was ist geschehen? Wo bin ich hier? Willkommen in Miratur. Ein gottverlassener Sumpf irgendwo im schwarzen Herzen von Urgard. Wahrlich kein schöner Ort. Aber du wirst bald Gelegenheit haben, das zu ändern. Was wünscht ihr? Das wirst du bald erfahren. Aber nicht hier. Zu viel dunkles Volk in der Nähe. Die Rune unterwirft mich eurem Willen. Befehlt und ich gehorche. Ah, verlockend. Grimm, gib die Rune heraus. So war die Abmachung. Aber ein gehorsamer Kämpfer dient unserer Sache mehr. Gib sie heraus. Also gut. Hier, du bist frei. Willkommen, Freund. Ich bin Lena, das ist Grimm. Genug jetzt, folge uns. Im Lager der Flüchtlinge können wir reden. Gut. Also, da Grimm schon langsam auf dem Weg voraus ist, werden wir ihm einfach folgen und unterwegs mal, was passiert ist, kurz durchkauen. Wir haben den Drachen Arin im Intro gesehen, der ein bisschen schlecht gelaunt ist, weil man seine Musikerin geklaut hat, so wie es aussieht. Man hat nämlich nur noch die Harfe von ihr gesehen. Also ja, die Elfenkönigin wurde entführt. Und wir wurden jetzt gerade eben an einem Heldenmonument erweckt. Von diesen netten beiden Leuten hier, Grimm und Lena. Lena sieht übrigens ein bisschen aus wie Tahira aus dem Tutorial-Prolog. Standhalten, Männer! Und ist auch eine Magierin. Und ja, wir sind wieder Level 1, weil wir haben einen neuen Charakter. Mit einem neuen Synchronsprecher, wie man hören kann. So, Eisendolch. Torgkeule. Und ja, jetzt haben wir Grimm bei uns im Schlepptau. Oh, ein Felswerfer. Die könnten etwas garstiger sein. Linien müssen halten. Genau deswegen. Das ist ein Hinterhalt. Zurück können Lena und Grimm nicht sterben. Na, folgt mir mal hier weg, damit wir ihn hier plündern können. Feuerstahlschild, Holzfällerbeil. Also ja, das Feuerstahlschild können wir nicht benutzen. Wir können allerdings den Ring anziehen. Und mal kurz in unser Zauberbuch gucken und den Schlachtruf reinpacken. Gut. Und ja, die erste Queste. Ja, eine Mondmünze haben wir gefunden. Der Widerstand. Ihr habt eure Rune erhalten und seid frei. Noch ist unklar, was Grimm und Lena mit euch vorhaben. Lena scheint euch seltsam vertraut zu sein. Begleitet Grimm und Lena zum Lager der Flüchtlinge. Die Gegend um das Monument ist nicht sicher. Begebt euch mit Grimm und Lena in das Flüchtlingslager. Dort könnt ihr ungestört reden. Mhm. Oh, Tiermenschen gibt's auch hier. Noch zwei Ringe, aber die können wir noch nicht benutzen. Wir haben auch nur 30 Kupfer. Und bald schon zur Hälfte unseren ersten Level ab. Kratzer und schwacher Tiermensch. Und hier sind auch noch ein paar Tiermenschen. Dann halten, Männer! Also ja, es sind schon Level 3 Gegner unter den Level 1 Gegnern. Da
Das heißt, wir sollten etwas aufpassen. Oh, da ist sogar ein Goblin-Lager mitsamt Spawner. Oh, wir können den Schlachtruf, glaube ich, gar nicht benutzen, weil wir nicht genug Mana für den Schlachtruf haben. Hä? Doch, haben wir. Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Ja. Runenkrieger zu mir. Okay. Da kommen ein paar viele mittlerweile. Ich zieh mich mal zurück. Das Problem ist, wenn ich mich selber am Kampf nicht beteilige, gibt es keine Erfahrungspunkte. Leichtes Beil und Nebelquarz, okay. Also ja, man sieht, wir kriegen am Anfang gehörig eins aufs Dach. Messerstecher, Beulenmacher und Messerstecher. Und da haben wir unser erstes Level ab. Das ist gut. Dann können wir jetzt schwere Kriegskunst noch schwere Rüstung lernen. Und schon mal weiße Magie lernen. Runenkrieger zu mir! Linien müssen halten! Ah ja, hau den. Oder auch nicht. Noch ein Feuerstahlschild. Und noch ein Beulenmacher, der da hinten auf uns lauert. Nein, ein Messerstecher. Vorsicht, Gegner! Zauber und ein Elfengewand. Okay. So, den Teil des Dschungels, des Sumpfes haben wir hinter uns. Und da sind blaue Punkte. Das heißt, voraus ist ein freundliches Lager aus Flüchtlingen. So. Hier können wir reden. Also, warum bin ich hier? Um diesen Leuten hier zu helfen, so wie wir. Und jemanden zu befreien, der hier gefangen gehalten wird. Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr an uns, aber wir haben im Konvokationskrieg gemeinsam gekämpft. Wir waren mal Freunde,
soweit man unter der Rune Freunde haben kann. Und da uns noch ein paar gute Streiter fehlen, kamst du uns in den Sinn. Wer kann schon alten Freunden etwas abschlagen? Wohin sonst sollte ich auch gehen? Also sprecht, was ist euer Plan? Zuallererst brauchen wir mehr Unterstützung. Wir müssen mehr Runen sammeln, um eine schlagkräftige Truppe zu bilden.